Hier muss man halt relativ stark vorausdenken. Man kann nicht das Material bestellen, das man morgen braucht. Man muss halt ein bisschen Material rechtzeitig aufnehmen, damit man sie oben seitlich lagern kann. Weil alles muss mit der Materialseilbahn hier raufkommen. Und das ist sicher speziell hier an dieser ganzen Logistik. Ja. Ja, wir haben hier müssen, 3 Schächtbuien, einen 3 Meter Durchmesser, 11 Meter tief. Und 2 Schächte im unteren Teil sind 6 Meter Durchmesser und 6 Meter tief. Das war sicher eine grosse Herausforderung hier auf dieser Höhe. Dortige Schächtbuien mit dem Zugang, mit den Stegen. Man hat Lüftungen, dass die Arbeiter unten gute Luft haben werden, beim Spritzen und allgemein beim Arbeiten. Oder? Der 11-Meterige haben wir jetzt fertig. Der erste 6-Meterige sind wir jetzt mit der zweiten Betonetappe am Füllen. Und der letzte 6-Meterige sind wir jetzt noch am Ausheben. Ja. Ich glaube, die Stütze hier ist ein ziemliches Novum auch für Garaventa. Das ist eine 3-Bein-Stütze. Das heisst, die ist nur auf 3 Punkten fundiert. Die kann man jederzeit justieren. Das heisst, wenn sich der Hang unter dieser Stütze, unter der Fahrbahnachse fortbewegt, dann gehen wir eigentlich den Mast zurückstellen. Das ist die einzige Stütze in diesem Abschnitt Mürrenberg. Und die bringt rechte Lasten. Und das haben wir hier mit einer tiefen Fundation nach auf den Fels müssen bringen. Gesamthaft hat die Stütze Grundabmessung, sage ich einmal, von 20x20 Meter circa und verbraucht etwa gegen die 1000 Kubik Beton, wenn sie fertiggestellt ist. Für die Leute, die hier leben, ist sicher eine gute Sache, weil wir wollen ja hier sein. Und dann bin ich der Meinung, es ist ja gut, wenn man sich dort entwickelt und eins etwas Neues geht. Und ich hoffe, die Leute und der Gast später wissen das auch zu schätzen.